Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier zu unserer LS17 Winsbach Map bei unserem Projekt hier im LS17. Ich bin in der letzten Folge haben wir uns ja so ein Gerät gekauft zum Saubermachen für die Schafe und ich bin jetzt hier schon mal in der Zwischenzeit hingefahren zu den Tieren quasi, also mit dem Gerät, damit ihr das halt nicht noch sehen müsst. Und wie man sieht, geht das Ding richtig gut, muss ich sagen. warte mal, wir machen das mal so folgendermaßen. Ich fahre jetzt mit dem hier einfach mal weg. So. Das hat zumindest geklappt. So, wo ist hier vorne und wo ist hier hinten? Achso, hier ist vorne. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wie das Ganze hier funktioniert, weil ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie das Teil hier geht. Hier ist zumindest die Station irgendwie. Ah, guck mal, wir können hier auch selber rüberfahren und das geht schon, guck mal. Wir brauchen gar keinen Helfer. Wir können das selber machen. Guck mal, Sauberkeit. Voll gut. Aber trotzdem würde mich mal interessieren, wie das mit dem Helfer hier funktioniert. So, Winkel 500 Grad, okay. Von mir aus. Sauberkeit 29%. Wo fehlt denn hier noch was? Muss ich hier drinnen auch noch rumfahren? Das wäre ja noch die Härte, weil das Gebäude ist auch fast wieder viel zu hoch, um hier jetzt... Na, es geht. Hier hatte ich gerade irgendwas... Achso, nee, das ist nur die Tür, die ich auf und zu machen kann. Aber hier kann ich ja einfach mal so ein bisschen rumfahren. Kann man ja mal machen, ne? Ey, Schafi, was ist mit dir los? Bist du hängen geblieben oder was? Ey, was ist das hier für eine Kameraansicht? Ich glaube, unser Schaf ist hängen geblieben. Oh, ey, hör auf mit der scheiß Kameraansicht hier. Was soll denn das? Hallo, danke. Ey. Nein, hör auf. Ich will das nicht. Ey. Was ist das hier für eine Ansicht? Auf einmal ist sie... Ah. Hä? Auf einmal ist sie so schlecht geworden. So. Fahren wir hier nochmal so ein bisschen längs. Oh, keine Ahnung, hier ist nichts mehr. Würde ich jetzt sagen. So. Ist das richtig so? Ich habe keine Ahnung. Winkel, Tempomat. So, warte mal. Kann ich jetzt hier irgendwas machen mit dem Teil? Nö, ne? Wofür brauchen wir das dann? Also ich meine... So, vor, zurück. Mal gucken, was er macht. Aber er will dann natürlich auch Geld von uns haben, ne? Na, er fährt ja weit. Ja, Sauberkeit 100%, Leute. Was ist los?
Braucht er denn jetzt, kriegt er ein Geld von uns jetzt, oder wie ist das? Alter, was ist das denn? Ich weiß noch nicht mal, was ich mit den Winkeln hier anfangen soll. Ah, das ist also, wie weit er dann fährt, okay. Vielleicht lassen wir das auch einfach und machen wir das auch einfach selber. So, Helfer entlassen. Jetzt ist erstmal ja alles im Lot. Wir haben fast 12% Wolle. Wir haben hier alles super. Das heißt, wir können jetzt dieses Teil auch wieder zurückgeben. Zack. Und fahren mit dem Trecker erstmal wieder zurück zum Hof. Und dann haben wir zumindest das schon mal erledigt. Das heißt, wir haben jetzt auch was, wo wir die Schafe, wo wir die Schafe sauber machen können. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja. Dann schauen wir mal, wie das hier weiterläuft. Ich muss halt nebenbei auch mal ein bisschen was trinken, weil ansonsten geht meine Stimme hier gleich noch weg. Ist auch schon wieder die dritte Folge hier in Folge, haha, die ich aufnehme, weil wie gesagt, ich muss ja ein bisschen vorproduzieren. Und deswegen, ja, ne, nützt das ja alles nichts. Und damit ich mein Ziel erreiche und damit ihr auch natürlich wieder weitere Folgen habt, mache ich das Ganze. Und produziere halt fleißig vor und bereite alles fleißig vor, damit das halt alles seinen Gang läuft. Weil das Schlimmste oder das Schwierigste dabei ist tatsächlich immer das Aufnehmen und das Rendern. Weil das sind die zwei meisten oder längsten Faktoren und der Upload vielleicht noch. Ne? Das ist so, sind so die Sachen, die am längsten dauern, weil Schneiden dauert nicht ganz so lange und alles einrichten auch nicht, weil ich kann das ja alles auf YouTube planen. Das heißt, ich kann sagen, ey, das Video, was ich heute hochlade, kommt erst morgen um 14 Uhr online und das nächste, was ich hochlade, übermorgen und so weiter und so fort. Und das Gleiche kann ich halt auch auf meiner Webseite halt planen, dass da halt die Folgen halt ja, halt generell drauf sind. Ohne dass ich das aktiv live an dem Zeitpunkt machen muss, so gesehen. Na. Deswegen. So, aber zurück hier zum Thema. Wir sind jetzt gleich wieder beim Hof. Ups. Das ist alles hier echt ein bisschen eng, so für das Ding hier. So, jetzt gucke ich gleich mal, wo ich den anderen Anhänger, diesen Ballenanhänger hingetan habe. Dann fahren wir nämlich die Paletten noch mal weg, dann haben wir die zumindest auch aus den Füßen. Auch wenn ich Bock hätte, dass ich erstmal noch mal ein paar da sammel, aber das können wir irgendwann anderes noch mal machen. Also jetzt müssen wir erstmal hier den Container wieder aufnehmen noch mal kurz, damit der wieder einsatzbereit ist. Oh, sorry Leute, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Ich hoffe, das war nicht allzu laut. Ansonsten RIP. Oh Mann. So, perfekt. Haben wir das schon mal und jetzt fahren wir hier einmal durch. Dann ist der hier unten hier drin, ne? Perfekt, ich denke, mit dem sollte das
auch funktionieren. Oh Gott, ey. Kurbel, Kurbel, Kurbel. So. Das ist alles nicht so breit hier. Und ich meine, ich habe nur 400 Grad auf dem Lenkrad eingestellt. Also für die Leute, die unter uns sind, die mit dem Lenkrad selber mit dem Lenkrad zocken, die wissen, was ich damit meine. Ja. So, jetzt geht das hier erstmal los. Jetzt müssen wir hier mal kurz sagen, was wir hier transportieren wollen. Wir wollen nämlich HD-Palette. Große Palette. Ladegut, große Palette. Ja, ich glaube, das sollte das sein. Ah, die ist noch nicht voll. Dann lassen wir die da nochmal stehen. Dann nehmen wir hier erstmal die hier stehen. Mal gucken, ob er die nimmt. Perfekt. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Vielleicht ist auch Großpalette nicht ganz das Richtige. Vielleicht können wir das nächste Mal nochmal anders auswählen. Jetzt gucken wir nur mal kurz, was wir... Alter, das geht hier ab. Brauche auf jeden Fall noch ein paar mehr Schafe. Das reicht noch nicht. Hackschnitzel ist gerade ganz schlecht, ne, der Preis. Ganz schlechter Preis. Aber das macht nichts. Ich hab da eine Idee. So, habe ich den jetzt ausgeschaltet? Oh, ich hätte den natürlich auch nochmal... Ich glaube, den hätte er auch nicht mehr mitgenommen. Egal. So. Ja, ich habe den ausgeschaltet. Alles klar. Dann fahren wir da mal schnell hin. Geil wäre, wenn das Lenkrad noch sich zentrieren würde von alleine. Nachdem ich hier rumgefahren bin. Wie beim Auto halt, wenn ich das Lenkrad loslasse, dann zentriert sich das ja auch. Aber ich glaube, das hat mehr mit Force Feedback und so auch zu tun, ne? So, die zwei. Ah, wobei der... Huch. Also, falsch gedrückt hier. Ablegeseite. Nur der Preis ist halt aktuell nicht gut. Das heißt, wir machen mal Folgendes. Ah, 100. Nochmal gucken. Ja. Ja, wenn wir noch auf 300 kommen. Noch ein Stück. Ja, 312. Also, abladen. So, jetzt kriegen wir aktuell 312 dafür. Die werden schon abgebaut. Wir kommen aus dem Minus raus. Das ist die Hauptsache, weil Minus will keiner haben, ne? Und dann schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Und zwei haben wir ja, glaube ich, noch. Die können wir dann auch noch mal schnell hier runterfahren, eigentlich. Dann haben wir die alle weg. So, das waren schon mal 2000, die wir gekriegt haben. Die anderen, die müssen wir jetzt noch mal ein Stückchen näher ranschieben. So, das reicht schon. Das ist auch ein komischer Trigger, ne? Jetzt nimmt er natürlich erst die von unten. Was soll das denn? Was soll denn das? Aber die nimmt er jetzt auch perfekt. Ja, ich meine, das soll sich natürlich auch lohnen, ne? Also, 308, der fällt schon wieder
schon wieder leicht. Ach Freunde, aber damit haben wir schon mal wieder ein bisschen was geschafft und ich denke, das ist eigentlich auch eine relativ gute Quelle, diese Paletten. Auch wenn sie jetzt nicht überkrass sind, aber sie sind schon mal besser als gar nichts. Und damit haben wir zumindest schon mal ein bisschen mehr, oder was heißt ein bisschen mehr wieder, aber halt ein bisschen Kohle bekommen. Zwar noch nicht so wahnsinnig viel, ne? Wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr, weil die Schafe, oh Gott, die Schafe hier sind auch recht teuer. Aber ja, mal schauen, ne? So, jetzt wollte ich mal eben hier mit euch zum Waschen fahren. Achso, die können wir eigentlich beide mal eben waschen. Muss ja auch mal gemacht werden, ne? Auch mal wieder die Scheiben hier reinigen, den ganzen Dreck runter. Damit das hier mal wieder ein bisschen schick aussieht auf unserem Hof. Auch die Sauberkeit muss natürlich sein, auch bei den Traktoren hier. Ah, hier ist so ein bisschen Dreck. Hier hinten die Scheibe muss natürlich auch sauber sein. Wunderbar. Und dann hier den großen, da dauert das natürlich auch wieder ein bisschen länger. Hier die Scheiben mal ein bisschen ordentlich sauber machen. Siehste, dann sieht das doch hier schon wieder ganz vernünftig aus. Dann können wir uns ja auch mal wieder mit den Maschinen blicken lassen. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, das soll es auch schon wieder gewesen sein für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder schaut bei Instagram bei Simutime vorbei. Nur mal so am Rande. Wäre auf jeden Fall ganz nice. Und ja, wir haben jetzt hier wieder schöne, frische Fahrzeuge. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.